Willkommen zurück zu Volcano Blog. Ja, mein Name ist Rofo und ihr seid hier auf dem Kanal Rostfunk. Ich streame auch auf Twitch, auch da heiße ich Rostfunk und nun geht's los. Also, wir haben ja schon relativ viel geschafft in Kapitel 3. 81%. Wir sollen jetzt mal einen Electric Diamond herstellen und bekommen dafür Pickaxe. Dafür brauchen wir Electric Diamond und dafür brauchen wir einfach nur Fire Diamonds in den Konduktormast tun. Fire Diamonds habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Mit zwei Diamonds und einer Blaze Rod. Richtig. Ja, zwei Diamonds und einer Blaze Rod. Aber wir sollen ja nur einen machen hier, ne? Zwei Diamonds und eine Blade Rod. Das alles. Blaze Rod. Das Ganze kommt hier in hier. Zeig mal her. So. Richtig. Die Dinge habe ich auch noch angeschlossen übrigens, ja. Mit Energy Exporter. Aus dem Netzwerkwert wird Energie exportiert bei Bedarf in diese beiden Geräte. Das braucht hier keinen Strom. Läuft. Und ich bin immer voll, denn ab und zu schließen da oben Blitze ein. Und jetzt soll ich diesen Diamond wohl hier rein tun. Aha. Na, das war einfach. Können wir direkt abschließen und bekommen dafür eine Fire Pickaxe. Fire Diamond Pickaxe? Moment mal. Das hört sich so an, als wenn man hier Erze mit schmelzen könnte. Ne. Aber die ist auch nicht schnell, ne? Was ist los? Vergiss es. Die werde ich definitiv nicht benutzen. Ich lass mir doch keine Angst machen hier von so einer Pickaxe. Kommt ins Inventar einfach rein. Oh Mann. Okay. Geilo. Wir sind fast durch, Mensch. Ich meine, wer weiß, was jetzt noch auf mich zukommt. Promise of Tenacity 2. Brauche ich Golden Promises Acceptor und einen Block of Gold. Am Blutaltar. Den haben wir ja schon komplett automatisiert. Also eigentlich sollte das eigentlich recht schnell gehen jetzt. Zeig mal her. Block of Gold. Rein da. Ah, es dauert einfach nur eine Weile. Er ist ja komplett voll. Dann haben wir den gleich. Und dann sollen wir machen Promise of Tenacity 3. Und dafür brauchen wir, oha, eine Bowl of Promises. Bowl of Promises, of Empty Promises. Und die muss ich wohl wieder voll machen. Filled Bowl of Empty Promises. Mit zwei Crushed Dark Gems. Crushed Dark Gems kriegt man wohl raus, wenn man kann man rauskriegen. Einfach in Grinder zwei von den Dingern rein, okay. Gem. Dark. Muss ich wohl mehrfach machen, ne? Komm, mach ich einfach so schnell. Hallo? Oh, das dauert aber lang. Warum dauert das so lang? Soll ich mal die andere Hacke nehmen, ob die besser ist? Oha. Okay. Easy. Schnell die Hacke weg. Nee, komm. Wenn das so gut geht damit.
Ja, vor allen Dingen haben wir direkt mit der Hacke jetzt hier noch das zurückbekommen, die wir ja auch brauchten. Also damit mache ich so eine Bowl of Empty Promises oder was? Ganz genau. So, hier habe ich diesen Ball. Und die kräftig zusammen mit Bowl of Promises und einer Enderperle. Bowl of Promises, da brauche ich also, die muss ich wieder füllen, scheinbar. Enderperle. Oh. Dauert halt, ne? Blood Infuser, ist halt langsam. Aber ich glaube, hiermit ist er dann schneller. Machine-Tier-Upgrade, das ist direkt ein Upgrade für diesen Blood Infuser. Und? Also leere Versprechungen zu Versprechungen. Statt Ding zusammenkräften mit dem und dem. Haben wir den zweiten Chor bekommen und bekommen dafür noch Condensed Blood und Dark Tank. Gut. Und Empty Promises 3. Dafür brauchen wir nochmal Bowl of Promises. Also wieder die befüllen. Kann das jetzt hier rein auch? Oha. Jetzt ist er viel, viel schneller, denke ich mal, oder? Zeigen. So. Und dazu Diamond Promise Extractor und ein Enderei. Okay, also ein Enderei können wir machen. Blaze? Eine Blaze crashen? Siehst du, die Bohle ist schon fertig. Das Blaze. Und wir brauchen noch das letzte Element. Diamond Promise Acceptor. Nee, warte mal, zwei Sachen sogar. Block of Diamond. Ich brauche einen Block of Diamond jetzt. Oh Gott, oh Gott. So, der soll hier rein. Mit. Ha. 160.000 Blut soll da drin sein. 160.000 Blut? Seid ihr bescheuert? Na dann. Komm, wir nehmen uns Enderman jetzt. Der Spawnerraum funktioniert noch nicht so richtig gut, ne? Aber. Enderman. Hoffentlich spawnt hier oben keiner. Ja, hier oben spawnt einer, ne? Aber zeig mal die anderen. What? Die können da nicht spawnen. Okay. Dann bleibe ich doch bei den Kühen, oder? Bei den Blazes vielleicht. Mal gucken, ob die Blazes spawnen. Mein Freund. Wir brauchen dich jetzt mal hier. Ich hätte mal.
Was? Gucken, ob die Blazes hier drin spawnen können. Nicht, dass sie aber das Kühe drin spawnen können. Dann hätte ich ja voll die Arschkarte. Dann müsste ich den ganzen Spawnerraum nochmal irgendwie umbauen und dann mal sehen. Siehst du? Warte mal. Das ist nicht so gut. Die kriegen nämlich keinen Damage hier. Ah. Okay, wir bleiben tatsächlich bei Kühen. Wir brauchen eh noch Leder. Ganz schön viel sogar. Leder. Soulbook of Cow. Was? Lol, der kann mich hier durchhauen. Lol. Geht's ja noch gut? Eieieiei. Na gut, dann halt Kühe. Gut. Also, der Spawner-Raum ist im Prinzip ein Fail. Nur für Kühe gut. Ansonsten müsste man halt einen anderen Spawner-Raum bauen und ja, der müsste etwas höheres Dach haben, damit sie definitiv unten spawnen. Gut, aber das läuft. Man kann es nicht sehen, aber es läuft. Man könnte es sehen, wenn ich hier noch ausbaue, ne? Ganz selten spawnt meine Kuh oben. Komm, ich kann mal das Dach wegnehmen hier. Dann sieht man ein bisschen, was hier los ist, ne? Irgendwie ist das hübscher so. Da sind noch richtig viele Kühe, ne? Vielleicht nehme ich ja dann einfach doch anderes Holz. Andere Wände aus Glas bis ganz nach oben, also bis vielleicht auf die Höhe. Und dann dürfte vielleicht schon gar nichts mehr spawnen. Oder ich baue ihn eben eine Etage höher nochmal neu auf, dann mit etwas größeren Radius. Jetzt will ich erstmal nur das Blatt. So, wie viel Blatt haben wir denn jetzt schon?
Ja, so ist natürlich nice. Schade, dass so viel Arbeit gemacht. Vollkommen unsinnig. Okay, wir gucken mal. Blatt halb voll. Und hier Blatt ist leer. Ja, wir brauchen also noch ein bisschen. Heißt, wir können vielleicht nebenbei mal was zu essen. Steak. Können nebenbei vielleicht mal die ganzen Essenzen klein raspeln.97 Knochen und Bone Chunks. Komm, alles klein. Es hat nicht alles reingepasst. Oh nein. Es hat nicht alles reingepasst. Oh Mann, jetzt lass mich doch hier auftauchen. So. Buch rein. Soul Book of Cow. Speed rein. Und die Gems muss ich nochmal holen, die sind mir leider entwischt. Dann auf geht's. Oh je, die Kühe können da rüberhüpfen. Aber tun sie dann doch nicht, ne? Irgendwie. Nicht, dass ich jetzt gleich. Oh Gott, einige hauen echt ab. Na dann. Dann muss ich noch ein bisschen höher bauen hier an die Wand. Schnell. Grob. Jetzt haben wir überall Kühe. Ah, wahrscheinlich können sie nur hier, ne? Hier. Hier hoch. Tschüss. Tschüss.
Oder können sie übereinander hüpfen, oder was? Ich hoffe mal nicht. So. Die ganzen Essenzen kann ich auch droppen dann. Die müssten alle im Hopper landen. Oh, Buch ist alle. Heißt Buch rausnehmen. Buch rausnehmen, hätte ich doch. Mann. Okay. Dazu gehe ich besser an Crafting Table. Kuh. Kuh ist komplett voll. Die anderen Essenzen kann ich. Oh Mann, hier ist auch noch ganz viel Zeug. Erstmal da rein tun. Bad Essence. Ja, wie gesagt, der Spawner-Raum muss neu gebaut werden. Das ist ja so alles nix. Kann man ja nicht wissen. Und Kuhbuch wieder rein. Und die Upgrades wieder rein. Man kann eigentlich Bücher miteinander austauschen, aber man kann halt nicht scheinbar das Buch nur rausnehmen, ohne die Upgrades zu. Ja. Gut, ein paar Essenzen haben wir noch vor uns. Ich meine, Brunnenschanks. Was kommt denn da raus überhaupt? Gast. Gastessenzen? Krass. So. Polarbär. Polarbären könnte man auch machen, ne? Soll ich mal Polarbären mal noch machen nebenbei? Kriegen wir ein bisschen Fisch und so. Kriegen wir mehr Leben. Buch. Empty Buch. Mist.
Buch. Soul Book. Hier raus ändert das Sledgehammer. Also Book. Sledgehammer. Und Go und Go. Jetzt fallen natürlich ein paar rein. Polarbär. Zombie, Blaze, Polarbär. Wolf. Zombie Pigment. Wither Skeleton Essence. So, Polarbär. Da. Auch schon voll. Da bin ich mal gespannt. Wird die so droppen? Hoffentlich Leder. Ah, hier ist ein richtiger Bone, so ein Witherbone. Stimmt, ich hatte ja schon so ein paar Wither getötet hier drin. Müsste ja schon fast nachhelfen. Oh nein! Oha! Ja, mehr Tanks und mehr Killmöglichkeiten. Ui. Es werden immer mehr. Oh. Alter, lass mich in Ruhe. Guck mal, ich kann sneaken und sneaken heißt, ich kann. Hahaha. Siehst du? Komm, bei 13 ist ja schon am Blut. Hier, Fische bekommen wir. Und so Fleisch. Rohes Bärenfleisch. Und schon wieder neue Knochen. Nein, warte mal ganz kurz. Aber die Knochen müsste ich doch auch Brunnen machen können in dem Squeezer. Wie wenn nicht? Mechanical Squeezer. Hallo? Ach, come on. Power ist aber genug da, oder? Ja. Wieso geht das nicht?
Ist auch extra gelesen, dass es so geht. Geht so? Nee. Ja. Bodenmin ist einfach disabled, ne? Für Knochen. Frozen Bone. Aus den Frozen Bones bekommen wir wieder mehr Polarbeer-Essenzen, ne? So. Aber jetzt sind die Essenzen nochmal genug, oder? Würde ich mal sagen. Können natürlich noch ein paar Bücher damit füllen, aber das wäre natürlich geil, ne? Pigment-Essenz zum Beispiel. Dann würden wir vielleicht Gold-Nuggets gedroppt bekommen oder so. Ocelot, Mushroom. Wir essen jetzt erstmal einen rohen Fisch. Und Raw Salmon. Ah, siehst du, den habe ich nämlich noch nicht gegessen. Hier, packen wir auch nochmal so einen Fisch. Packen wir mal so einen Fisch. Rohes Fleisch muss ich auch noch essen. Alter! Da bin ich vergiftet. Bin ich echt vergiftet, oder was? Hallo, es ist Bärenfleisch. So schlecht kann Bärenfleisch nicht sein. Ja, das muss ich auch noch essen. Oh, alles dreht sich. Alter Falter, ich kann gar nichts mehr sehen. Noch den hier, den muss ich auch noch essen. Und hier verbranntes Bärenfleisch. Nein, der kriegt auch damit schon. Was ist das? Kacke. Kann ich da Gift draus machen? Nein! Ich wette, da ist Gift drin. Kann ich nicht squeezen? Sag mal, kann ich überhaupt irgendwas squeezen? Ja, okay. Das geht. Gut. Boah, alles dreht sich. Haben wir jetzt genug Blut? Ich hoffe doch. Ja. Er hat es gemacht hier. Er hat den Diamanten hergestellt. Siehst du? Dann kann ich jetzt mit, kann ich das abschließen, oder? Diamant. Ach so, noch so ein Electric Diamond muss ich machen. Also nochmal. Nochmal zwei Diamanten und eine Blaze nehmen. Diamanten. Oh Gott, ich habe kaum noch Diamanten. Blaze. Aber ich habe natürlich ganz viel als Erzform. Ne? Und das musste rein hier in das Ding. Ne? Ja. Also wieder nach oben. Haben wir gerade schon gelernt. Und bam. Wenn es das überhaupt war. Also. In der Auge Perle. In der Auge Perle. Das und das.
Oh, jetzt stimmt die Reihenfolge nicht. Bohle, Perle, Auge, Sonne. Bohle, Perle, Auge, Sonne. Hat auch gepasst. Muss ich das in der Hand machen, oder was? Achso, das sind Empty Promises. Ich muss Filled Promises machen, ne? Dann ist mein Blut schon wieder komplett alle, ne? Hier kann man noch Sachen reintun, ne? Irgendwelche Upgrades. Vielleicht so ein Tank oder was? Nicht, dass ich das gern machen würde, aber irgendwas muss da ja rein können. Packen wir den Tank mal hier mit rein. So. Okay. Bohle, Perle, Auge, Sonne. Empty Promises, Mann. Vielleicht müssen es noch bessere Promises sein. 3. Nee. 2 oder 3? Empty, filled with empty promises. Und jetzt brauche ich nochmal Promise of Tenacity 2. Wo komme ich den denn hier raus? Vielleicht gar nicht. Vielleicht einfach zweimal? Ah, okay. Einfach zweimal reinlegen. Dann wird es stärkere, noch stärkere unvorhandene Versprechen. 13.000 Blut. Nicht viel. Ich hatte nicht mehr, ich brauchte ja gerade 160.000. Und? Ah, okay. So, jetzt. Bohle, Auge, nee. Bohle, Perle, Auge, Sonne. Ha. Und rein damit. Ich kann nicht alle reintun, ne? Hm. Dann können die vielleicht weg einfach. So, das heißt, wir haben hier die komplette Ecke abgeschlossen und bekommen Choice Reward. Arcane Base Block, Chiseled Arcane Base Block, Arcane Base Blocker Pillar, Arcane Cavill Darkstone Bricks, Arcane Darkstone oder Candle Limb. Was? Gar nichts. Was soll ich damit? Komm, ich nehme hier einfach Arcane Base Block. So. Na dann, mal gucken, wie weit wir kommen hier beim nächsten Mal. Also, das war's mit der Episode. Lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und ja, ihr wisst schon, ne? Tschüss!